Ich habe lange nachgedacht und jetzt fängt die Schule in einer Woche leider wieder an. Schulstress und so. Und das heißt, ich musste ein Projekt pausieren und dann hat's halt The Forest getroffen, weil es halt am zeitaufwendigsten ist. Das tut mir leid. Und mit diesen traurigen Worten grüße ich euch zu einer 3 gegen 3 gegen 3 gegen 3 Runde Aero alleine, weil Mark Internet ausgefallen ist und heute ist einfach niemand zu Hause. Ich weiß auch nicht wieso. Ich farme. Okay, wenn der Killer farmt, das kann mir eigentlich total egal sein, solange er nicht alles uns wegfarmt. Ja, okay. Tja, also dann, ne? Tut mir leid, dass es jetzt The Forest getroffen hat. Natürlich werde ich so schnell wie möglich gucken, oder tut ja jemand das Spiel verlassen. So, wen haben wir denn jetzt hier noch? Nee, ach so, das waren die beiden, die. Mist, jetzt habe ich es verbockt. Jetzt kann, muss ich das alles einzeln hier ausräumen. Ah, guck mal, genau 74. Passt schon. Ja, das alleine zu spielen ist natürlich immer ein bisschen traurig, Aero. What the fuck? Wurde getötet, ist ja dumm. Ach, der hat sich wahrscheinlich zum Gold direkt mal gezogen. Also wir spielen eine 3 gegen 3, also so eine Dreierrunde. So eine kleine. Und jetzt erweitere ich mal hier die Base, die Brücke. Und da schwebt schon wieder so ein Ding rum. Wieso? Wieso schwebt da so ein Ding rum? Und der Typ hat sich schräg gebaut und unser Ben versucht es da gerade mal bei dem gegnerischen Team den Block abzubauen. Wird er höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Ja. Der Big Mac. So, die in einem anderen Team haben schon Bögen. Ich sichere unseren Tower hier gerade mal. Ja, jetzt sind wir natürlich gearscht. Irgendjemand hat unseren Respawn Block gleich weg. Ne, es ist Ben der Killer. Alles klar, unser Killer ist erfolgreich bei der Base angekommen, hoffentlich mit Bogen. Ja, wir müssen jetzt gucken, wie wir es hier gleich durchschaffen. Mal. Okay, jetzt steht drüben gerade keiner. Aber das riskiere ich jetzt nicht, darüber zu gehen. Ich warte erstmal noch auf ein bisschen Eisen. Ja, so alleine zu spielen ist schon schade. Ausgerechnet heute, ne? Wo ich Aero aufnehme, keiner da. Normalerweise, das ist ja jetzt noch über eine Woche Ferien, ne? Normalerweise sind mindestens 5 Leute gleichzeitig da und haben Bock zu zocken. Und heute ist leider tote Hose. Ich habe das Gefühl, ich habe voll kein Leben, aber stimmt natürlich nicht. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier ganz schön wenig Eisen und möchte mal etwas mehr haben, wenn da nicht die ganze Zeit so ein Bogentypi da rumstehen würde in der gegnerischen anderen Eisentower da. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt mal Eisen bekommen sollte, weil ich so ein netter Junge war. Weihnachtsmann, bring mir noch ein paar Geschenke. Ich war so nett zu Weihnachten, bring mir noch ein bisschen Eisen.
Jetzt. Bitte. Ja, komm, 7 reichen erstmal aus. Hinterher werden wir nämlich mit mehr gekillt. Sollte der Bogenschütze gerade in unserem Team sein. Oh, guck mal, da hat dieser eine Typ einen Bogen. Yay. Ihr merkt schon, alleine ist da auch ein bisschen die Lust raus bei mir. Aber das kennt ihr ja aus den letzten Folgen, aus den letzten beiden Folgen auch schon. Da habe ich auch schon alleine gespielt. Das ist ja jetzt nichts Neues. So, irgendjemand wurde von einem aus unserem Team gekillt. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Jetzt habe ich etwas zu viel Sandstein, aber egal. Ich bin auch heute ein bisschen heiser. Das kommt noch dazu. Also es wird heute echt eine Qual für mich hier, diese Runde Aero zu überleben. Hoffen wir einfach mal. Ludwig hat das Spiel verlassen. So, jetzt hat aber der Erste aus der Runde wirklich das Spiel verlassen und nicht irgendjemand, der in der Lobby fest saß. So, muss halt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht hier erschossen werde. So, Sipara killt hier ein paar Leute. Ich klaue ihm währenddessen das Eisen hinterm Rücken weg. Ein wenig. Wir gucken ihm einfach mal zu. Ich glaube, er merkt das gar nicht. Im Hinterrücks die ganze Zeit hier das Eisen wegnehme. Ich weiß gar nicht, will er überhaupt Eisen oder so? Ich weiß gar nicht, in welchem Team bin ich eigentlich. In Rot war ich noch nie. Ich war, glaube ich, in Blau einmal und dann sonst immer nur in Grün oder in Orange. Ich muss sagen, ich habe sogar mit Orange öfter gewonnen als mit Grün. Ich hab ihm mal ein bisschen was gegeben, dann verpisst er sich gleich. Okay, er schießt weiter. Ich frag ihn einfach mal. Oh, Caps. Ist immer schön, wenn Caps sich einfach aktiviert. Okay, dann warten wir noch, bis er den letzten da hat. Ja, jetzt hat er ihn bekommen. Oder? Hat er ihn bekommen? Ne, da liegt er. Ja, jetzt hat er ihn bekommen. So, er hat jetzt genug Eisen, dann kann ich jetzt hier mich endlich mal... Ne? So ist Teamarbeit. Die anderen, den anderen was geben, damit man selber mal was kriegt. Und ich baue auch gerade hier mal zu. So macht man das nämlich. Ich kann jetzt hier nämlich auch ganz frech immer so Leute killen, die hier mal angelaufen kommen. Ist jetzt halt schade, wenn unser Respawn-Block jetzt drauf gehen würde gleich. Aber da kann ich dann jetzt auch nichts mehr machen. Denn ich warte jetzt hier auf ein bisschen Eisen und dann renne ich um mein Leben zurück zur Base. Und ja, währenddessen würde ich sagen, check ich mal ein bisschen hier. Ihr könnt ja ein bisschen vorspulen oder so oder euch langweilen. Ich mache hier währenddessen ein bisschen was auf meinem Handy. So wie es sich gehört. Natürlich habe ich den Timer vergessen, ne? So wie immer. Das muss ich nämlich auch noch gerade eben einstellen. Ich denke, wir spielen aber noch nicht so lange. Ich denke, wir spielen erst... Ja. Ich weiß nicht, wie lange spielen wir denn schon. Ich mache jetzt mal den Timer auf 10 Minuten. Ich denke, das ist angemessen. Ach guck mal, wir haben auch schon 5. So, 2 grüne noch. Die sind da hinten, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Naja, es ist gelb. Dann ist grün. Warte mal, wir sind rot. Dann ist grün gegenüber von uns. So, hier kann ich gar nichts sehen. Ist ja klar. Kann ich unsere Base noch sehen? Ne. Aber hier kann ich ein bisschen was sehen. Da ist die grüne Base. Und der eine hat einen Bogen. Oh, jetzt wird er abgeschossen. Oh, das kann man sich mal schön angucken, da.
Was für ein episches Bow-Battle. Boah, jetzt hätte ich das mit geiler Musik unterstrichen, noch aber egal. Ramsamsam. Der hat auch schon einige Sachen. Aber im Gegensatz zu seinem anderen Kollegen da hinten, der da noch irgendwie versucht, aus dem Bronze was das Bestmögliche rauszuholen. So, ich gehe dann mal wieder. So, alle gehen auf grün. Anscheinend. Stimmt doch gar nicht. Wir gehen nicht auf euch. Glaube ich zumindest. So, kommt man hier auch irgendwie auf das Ding drauf? Gucken wir mal. So, mache ich den Block hier mal weg. Ich erweitere hier noch mal ein bisschen. Nur zur Sicherheit. Nicht, dass da jemand auf die dumme Idee kommt und einfach runterfällt. Oh. Natürlich ist Aero der Part, wo man selber baut für die Base und so, ist natürlich auch ein schöner Part. Also, ne, nicht der Part zum Video, sondern einfach der Part im Spiel. Ne? Er schreibt, geht alle auf grün. Ja, er fühlt sich ein bisschen gemobbt. Das kann man verstehen. Hier liegt noch ein bisschen glatter Mist rum. So, ich hole mir eine bessere Spitzhacke. So. Geht alle auf blau. Ja gut, dass uns noch niemand mit reinbezieht. Hier. Geht alle auf blau. Blau ist da links. Da rechts ist orange. Stimmt, blau hat eigentlich auch eine Rache von uns verdient. Dafür, dass sie da die ganze Zeit uns abgeschossen haben. Da hat er recht, der Tallo. So, ich bleibe hier nochmal. Nee, es kommt ja gar niemand. Dann verbarrikadiere ich mich auch nicht. Ich habe ja genug Sachen hier, ne? Ja, oh, wo ist mein Skin? Das ist ja das erste Mal, dass ich selber keinen Skin habe in dem Spiel. Krass, also es gibt... Hui, yo. Ist ja schon längere Zeit so, dass... Scheiß Team Blau. Es ist ja schon längere Zeit so, dass... man die Skins von den anderen ab und zu nicht sehen kann, aber dass ich meine eigenen nicht sehen kann, das habe ich jetzt auch das erste Mal, muss ich sagen, wirklich. Ich hasse die Leute, die flach eine Verbindung zur Mitte suchen. Ne, das kann ich nicht ausstehen. Und er baut Geschütztürme da. Ne? Nicht die aus Portal, sondern... Oh mein Gott. Halleluja. Freunde, wir haben einen Bogen. Und wir haben einen Pfeil. Und wir haben noch eine bessere Spitzhacke. Halleluja. Und wir haben jetzt gleich auch noch mehr Essen. Mehr als genug. Wir sollten den Bogen mal in die Hand nehmen. Außerdem haben wir goldene Äpfel. Gut. Dann würde ich sagen, wie kommt man jetzt in diesen Turm rein? Das ist jetzt mal meine erste Frage. Ah, da. So kommt man rein. Schöne kleine Base wird hier gebaut. Baue ich hier mal ganz hinterlistig. Ich meine, wir haben ja eigentlich alles. Soll ich mal die Verbindung hier ein bisschen abbauen? So. Es ist noch kein Respawn-Block weg. Habe ich das Handy noch auf laut? Ja. Sonst fiebt mir das hier gleich ins Ohr, wenn der Timer vorbei ist. Das will ich auch nicht. So, dann baue ich hier selber mal eine kleine Wendeltreppe rein. Ich denke mal, von hier so reinkommen. Dann baue ich so. Okay, dann baue ich mal ein bisschen. Niemand runterschießen, also man kann mich zwar vom Turm runterschießen, aber nicht aus der Map, weil von allen Seiten hier gesichert ist. Klar, von der hier rechts jetzt nicht, aber
da von hier aus schießt ja niemand. Hier ist ja eine. Oh, hier ist ja ein anderer mega fetter Turm schon. Das sind die beiden super mega Obertürme hier, die Babbo-Türme. So, ich bin dann mal kurz unten und baue die Wendeltreppe hoch. Hier muss ich jetzt aufpassen, 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 aufpassen. Uah. Nicht, dass uns hier jemand attackiert. Ja, doch, klar. So, möglichst sparend mit dem Sandstein umgehen. So, ich lasse es jetzt erstmal so. Obwohl ich hier dann doch gerne noch frei hätte, dann ist das natürlich problematisch ein bisschen, aber was soll's, ne? Habe ich hier eine bessere Schussbahn? Kann von hier aus dann hier auch, kann von hier aus jetzt gut schießen. Ah ja, eine Deckel ist wichtig, natürlich. So, wir haben uns hier ein bisschen eingekesselt, das kann man schon sagen, das ist auch sehr gut. Ich hasse Hacker. Ja, schön für dich. So, unsere kleinen Geschütztürme hier sind fertig. Können auch von keiner Seite runtergeschossen werden. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So. Also runterschießen ist nicht möglich. Dafür Leute abschießen schon. Leider komme ich hier nicht schnell genug nach unten, wenn mal was ist. So, ich guck mal grad, was ist das denn hier jetzt? So, ich guck mir hier gerade mal an, was hier gebaut wird. Okay. So. Mach ich hier mal den hier. Team Orange, der Respawn-Block ist weg. Und, oh, Sipara ist gestorben. Nicht gut, aber kann man jetzt noch mit leben. So, das Big the Bang Killer. Big the Bang Killer, nee, Big the Ben. Big the Ben, Ben, Ben the Big Killer. So. Super Deutsch. So, da kommen auch schon welche. Komm, den krieg ich. Nein! Töte ihn, töte das Schwein! Nein! Jetzt ist er beim Gold. So, und mit unserer kleinen Festung verabschiede ich mich. Würde ich sagen, aus diesem Part. Ja, ist ja gut, meine Güte. So. Oh! Und jetzt haut er natürlich auch wieder ab. Team Grün, die beiden aus Team Grün schaffen es tatsächlich jetzt. Wer ist das da unten? Das sind die anderen beiden, ne? Gut. Die schaffen es tatsächlich noch,
hier noch alle auszuschalten. Das ist ja unglaublich. Team Blau ist der Respawn Block jetzt auch weg. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zwei Treffer. Zwei Treffer gelandet. Zwei sehr gute Treffer. Ach du Scheiße! Was haben sie Para denn da gemacht? Habt ihr das gesehen? Alles klar, ja, dann würde ich sagen, adios. So, der dürfte auch Low HP jetzt haben. Natürlich, jetzt verpisst er sich. Kriegt es auch hin, erfolgreich. Ja, das soll mich weiterhin jetzt nicht stören. Ich habe ja noch... So, jetzt muss ich aber die Folge wirklich ganz schnell beenden. Auf Wiedersehen. Tschüss.